Was sind das da eigentlich? Tiere. Das sind so diese ganzen Minitiere? Ja. Vielleicht sind das Babys. Ja, ich würde sagen, ich habe hier gerade Babys bekommen. Ich glaube, da ist so Babys bekommen in der Ecke. Ja. Oh, jetzt habe ich mein Handy nicht mit. Okay. Ja, vielleicht machen wir das nochmal. Thank you.
Hallo und herzlich willkommen hier zum Elefantenbaden bei uns im Zoo Leipzig. Ist zwar jetzt bei dem Bett noch kein Elefant zu sehen, aber die hören natürlich meine Stimme und kommen dann auch hoffentlich gleich. Mein Name ist Richard. Drüben ist auch noch ein Kollege von mir, der jetzt bei unserem Bullen noch gleich Äpfel reinwerfen wird, damit auch die ins Badewasser steigen können. Auch für die Infos sind wir ja sicherlich nicht hergekommen. Ich würde viel lieber unsere Elefanten vorstellen. Da haben wir einmal die Dame, die jetzt hier so einen kleinen Sprint angezogen hat. Das ist die Tuta, die ist 2008 in Tierpark Berlin geboren. Gleich daneben ist auch ihre Tochter, die Bau. Dann kommt da im Hintergrund jetzt noch die Taya angelaufen. Das ist die Halbschwester, die ist eine Tochter von der Eva. Und gefolgt jetzt von den Störerkuchen, das ist Akito zusammen mit seiner Mutter Panther. Dann haben wir noch den größten Elefanten hier jetzt auf der Anlage. Der kommt jetzt auch gemächlich den Hang runtergelaufen. Das ist die Käfer, das ist unsere Leitkuh. Wie schon erwähnt, das ist die größte Kuh von der Gruppe jetzt hier. Und auch ganz gut zu erkennen an den beiden sternförmigen Markierungen auf dem Hinterteil. Das liegt daran, dass die Käfer noch einer der wenigen Wildfänge ist, die hier im Zoo gehalten werden. Und im Burma, im heutigen Myanmar, als Forstelefant gedient hat. Und da eben einfach eine Markierung bekommen hat von der zuständigen Forstbehörde. Und dann fehlt jetzt hier noch die Rani, die im Hintergrund läuft, zusammen mit ihrer Tochter, der Savani, die sich vielleicht auch noch dem Baden anschließt. Die Rani, die ist hier nicht ganz so der Badefreund, deswegen wird sie jetzt höchstwahrscheinlich nicht kommen. Und drüben auf der anderen Anlage können wir jetzt gerade noch drei Elefanten beobachten. Einmal der ganz, ganz große mit dem Stoßzähnen, das ist der Roy Lam, unser Zuchtbulle. Der ist auch 2002 hier in Leipzig geboren. Jetzt hat sie auch Savani ans Wasser getraut und ihre Mutti, aber so, na, nee, doch nicht. Man geht doch lieber zur Mutti zurück. Dann haben wir aber auf der anderen Anlage noch den etwas kleineren Bullen, das ist der Edgar. Das ist auch ein Sohn von der Käfer, genauso wie Panther und Susa Töchter von ihr sind. Und dann haben wir da noch die dritte im Bunde, das ist die Astra. Die wird wahrscheinlich ein bisschen abseits von den Becken stehen. Gut zu erkennen an dem nur halben Schwanz, der ja in einem anderen Zoo von dem Elefantenbullen mal abgebissen wurde. Das ist auch unser ältester Elefant hier in Leipzig zusammen mit der Käfer. Das sind eigentlich so ziemlich beste Freunde, könnte man sagen. Aber da sich die Rani und die Astra nicht wirklich verstehen, können wir die nicht dauerhaft zusammenhalten. Aber keine Angst, über Nacht sind sie wieder mit ihrer besten Freundin und dem Jungtier vereint. Es ist nur tagsüber, damit die Jungtiere alle miteinander mit ihren Müttern auf der Anlage spielen können. Also nicht, dass da schlimme Gedanken aufkommen. Und tagsüber ist sie eben mit unseren beiden Bullen zusammen auf der Anlage zu sehen. Das ist für die auch eine super Beschäftigung. Und gerade auch für den Edgar, der ja gerne mal ein bisschen aufmüpfig wird, ist es auch ganz gut, wenn man da mal noch eine etwas ältere Dame da hat, die einem dann mal zeigt, was Schluss ist. Aber eben auch der Roy Lam ist dafür da. Das ist für den Edgar auch ganz, ganz wichtig. Denn in der Natur würden die männlichen Tiere von so einer Elefantenherde irgendwann auch abwandern und dann meistens sich auch einem Erwachsenenbullen anschließen, von dem sie eben noch viel lernen können, beispielsweise wie finde ich überhaupt Futterplätze aber, oder auch Weibchen, wann sollen die Weibchen mich überhaupt mit da haben und wann nicht. Und deswegen kann er hier vom Boy noch ganz, ganz viel mitnehmen, bis er dann unseren Zoo perspektivisch in einen anderen Zoo verlassen wird. Denn zwei ausgewachsene Bullen zu halten, ist so gut wie unmöglich. Die muss man dann nämlich getrennt halten, weil sie sonst bis zum Tode um die Weibchen kämpfen würden. Und deswegen ist die Situation jetzt eben so, wie sie ist. Und die Sozialstruktur der Weibchen-Natur beschreibt man auch als Matriarchallinie. Das bedeutet, dass man eine Leitkuh hat, wie bei uns die Käfer, mit ganz vielen Verwandten nach unten, also Töchter, aber auch Enkel, teilweise in mehreren Generationen. Und diese Leitkuh führt diese Gruppe dann auch an, führt sie eben zu Futter, aber auch Badeplätzen. Und da freuen wir uns auch, dass bei uns die Sozialstruktur hier fast annähernd gleich ist. Die haben ja schon mitbekommen, die sind ja alle irgendwie ein bisschen miteinander verwandt. In dieser Herde vor mir, bis auf die Rani, die ist im Tierpark Hagenbeck in Hamburg geboren, hat aber leider eben in den europäischen Zoos nicht so wirklich eine eigene Familie. Deswegen ist sie jetzt hier bei uns, ist eben ein angewachsenes Gruppenmitglied, gehört also trotzdem zu der Herde dazu, ist aber eben kein Familienmitglied, weshalb sie jetzt auch eben nicht beim Baden mit dabei ist. Das ist eher so der Familiengruppe vorbehalten, aber man sieht ja, ihre Tochter traut sich so langsam auch von ihr abzusondern und mit den anderen zu spielen, weil für die ganz Kleinen ist es natürlich ganz, ganz toll. Und das, was man hier sieht, ist auch eine ganz natürliche Verhaltensweise des asiatischen Elefanten, den wir hier in Leipzig zeigen. Der ist nämlich eigentlich ein Regenwaldbewohner im Gegensatz zum afrikanischen Elefanten.
Und da müssen die Tiere teilweise auch kilometerbreite Flüsse überqueren. Die können auch sehr, sehr gut schwimmen, müssen das auch nicht lernen. Das haben die Tiere angeboren, sieht man ja bei den Kleinen auch gut, dass sie da Spaß dran haben. Und man kann sich auch das Tauchen beim Elefanten wie in so einem Comic vorstellen. Der komplette Körper kann unter Wasser sein, nur der Rüssel schaut heraus. Und der Rüssel ist nicht nur ein Tastorgan, sondern eben auch ein Atemorgan für die Elefanten. Und da können sie teilweise sehr, sehr weite Strecken auch tauchen. Und auch den Atem können sie sehr lange anhalten. Die haben natürlich auch relativ viel Platz bei so einem großen Körper. Denn das Gewicht von den Elefanten kann um die 5 Tonnen bei den asiatischen Elefanten betragen. Die Weibchen sind da so 1 bis 1,5 Tonnen darunter. Und beim afrikanischen Elefanten können sogar mal 7 Tonnen bei den Bullen möglich sein. Damit sind sie die schwersten Landsäugetiere, die es auf der Welt gibt. Und ich hatte ja schon angesprochen, es gibt 2 Arten, das ist so gar nicht ganz richtig. Eigentlich gibt es nämlich 3 Elefantenarten. Die dritte ist der afrikanische Rundohr- oder Waldelefant. Der ist aber nicht wirklich bekannt, weil er nur in einem japanischen Zoo zurzeit gehalten wird. Und auch in der Natur sind die Tiere eher schwer zu sehen, weil sie die schwer zugänglichen Regenwälder des Kongo-Regenwalds bewohnen. Im Gegensatz zum afrikanischen Steppenelefanten, den man oft im Zoo sehen kann. Der ist natürlich ein klassischer Savannenbewohner. Und das ist ja auch zum Regenwaldbewohner, der asiatische Elefant ist ein erster Unterschied. Aber auch körperlich gibt es da einige Sachen, die uns auffallen können, wenn man sie mal nebeneinander betrachtet. Und zwar sind die Ohren des asiatischen Elefanten deutlich kleiner als die des afrikanischen. Und auch die Haut ist viel, viel glatter. Der afrikanische hat eine viel, viel runzligere Haut, was zu einer gewissen Oberflächenvergrößerung führt beim afrikanischen Vertreter. Und durch diese Oberflächenvergrößerung kühlen die Tiere einfach ihren Körper ab. Denn im Gegensatz zu uns Menschen können Elefanten nicht schwitzen. Und beim afrikanischen Elefanten ist es einfach ausgeprägter, weil er natürlich viel mehr Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Denn in der Savanne wachsen nur vereinzelt große Bäume, sonst ist die Pflanze eher bodennah. Was auch dazu führt, dass der afrikanische Vertreter deutlich mehr kurze Gräser frisst, aber eben auch bei Laub dann sofort zuschlägt und auch gerne mal einen ganzen Baum einfach umkippt und frisst. Das macht der asiatische Elefant nicht wirklich, denn Bäume sind ja aus Überfluss vorhanden im Regenwald. Er wird sogar als Gärtner des Waldes bezeichnet, genauso wie beispielsweise Tartiere. Denn er frisst die Samenstände mit den Früchten mit und verteilt sie durch sein Kot so im ganzen Regenwald und führt zu einer Verbreitung des Regenwalds. Und der asiatische Elefant kippt auch keine ganzen Bäume um meistens. Er frisst nur Einzelteile des Baumes und erhält so seinen Futterbaum quasi und hegt sozusagen seinen Wald auch mit. Das ist auch ganz, ganz wichtig, denn die Wälder gehen immer weiter zurück in Südostasien, wo die Tiere zurückkommen. Also das sind dann Länder wie eben Burma, aber auch Laos, Vietnam oder Thailand, aber auch Indien, wo die Tiere vorkommen. Vor allem unsere Tiere, denn unsere Tiere gehören der Unterart des indischen Elefanten an. Und durch diese Lebensraumeinschneidung, aber auch die ständige Bejagung aufgrund des Elfenbeines, führt dazu, dass der asiatische Elefant schon ziemlich lange als stark gefährdet eingestuft wird von der Weltnaturschutzorganisation und seit 2021 leider auch der afrikanische Elefant, womit die Tiere mit den stärkst bedrohten Säugetieren der Welt gehören. Und da haben sich die europäischen Zoos gesagt, wir müssen was dagegen tun. Deswegen wurden wie für viele andere Tierarten sogenannte ELPs, also European Ex-Situ Programs oder auf Deutsch europäische Erhaltungszuchtprogramme ins Leben gerufen. In diesen auch umgangssprachlich Zuchtbüchern genannten Werken werden alle lebenden Tiere der europäischen Zooverbände zusammengefasst mit ganz wichtigen biologischen Grunddaten, wie Geburtsort, aber auch zugehöriger Familienverband und Alter. Und da wird dann entschieden, welche Tiere miteinander verpaart werden können, um möglichst intakte Sozialstrukturen zu erhalten und im Endeffekt die genetische Vielfalt einfach größtmöglich zu halten, um außerhalb der natürlichen Population eine Reservepopulation aufzubauen, was ja bei uns auch ganz gut geklappt hat in den letzten 1,5 Jahren. Denn mit 4 Jungtieren sind wir hier sehr zufrieden und sind auch voll gepackt mit Arbeit. Wenn Sie alle, die von den Kindern haben, wissen, mit kleinen Kindern ist das Leben nicht unbedingt einfacher, sondern tendenziell eher etwas schwerer. Jetzt sind aber auch meine Äpfel alle und bei mir sieht man jetzt schon keine Elefanten mehr. Aber was Sie jetzt ganz schön sehen können, die werden jetzt alle zum nächstmöglichen Sandhügel laufen und sich schön noch mit Sand bewerfen. Sieht bei den Kleinen ganz lustig aus, denn wirklich die Sand können sie noch nicht hochwerfen mit dem kleinen Rüssel. Manche haben es schon raus, dass Reinlegen in den Sand deutlich einfacher ist. Aber das ist auch ganz wichtig für die Tiere, denn auch aufgrund der Tatsache, dass sie so gut wie kein Fell haben, bis auf ein paar Haare auf dem Rücken und am Schwanz,
haben die Tiere auch keinen wirklichen UV- und Insektenschutz im Sommer. Und das macht für sie einfach die Brandschichtstadt. Einfach, dass sie da Bescheid wissen. Das soll es soweit von mir auch gewesen sein. Wir haben auch noch ein bisschen Arbeit vor uns und wollen nicht ganz so spät in den Feierabend gehen. Sollten Sie trotzdem noch Fragen haben, stehe ich natürlich gerne noch hier zur Verfügung und Sie können mir alle Fragen stellen, die Sie haben. Ansonsten erstmal vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Ihnen allen noch einen schönen Tag hier bei uns im Zoo. Tschüss! Thank you.